der schönste Moment für mich ist bis jetzt im Ganzen gsi, wo er den bringt und dann er selber am Halsband angehängt hat. Und dann nimmt er den so selber auf und das ist für mich, boah, Hammer. Marianne Heinlein ist mit ihrem Hund Lee Jay in der Ausbildung zum Such- und Rettungsteam. Später einmal werden sie vermisste Menschen suchen, zum Beispiel demente Menschen, die die Orientierung verloren haben und nicht nach Hause finden. Oder Wanderer, die von einem Ausflug nicht zurückkehren. Hat der Hund den Bringsel im Maul, zeigt er an, dass er jemanden gefunden hat. Damit das klappt, trainieren sie zusammen unzählige Stunden, ehrenamtlich. Es ist mehr wie ein Hobby, der zeitliche Aufwand, den wir müssen bringen müssen, um so einen Hund in die Einsatzfähigkeit zu entwickeln, der ist enorm hoch. Wenn ich das in Stunden muss angeben muss, ist es relativ schwierig. Wir schätzen so 400, 500 Stunden pro Jahr. Freiwilligenarbeit ist gelebte Menschlichkeit. Freiwillige leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. In der Schweiz sind es 660 Millionen Stunden pro Jahr. Ohne Freiwillige ist die Rettungsarbeit gar nicht möglich. Sie engagieren sich als Samariter bei Festivals, als Lebensretterinnen am Wasser oder eben als Hundeführerinnen. Sie gehen dorthin, wo Katastrophen stattfinden, wo Menschen vermisst werden, unter Trümmern, in Wäldern und Bergen. Sie stehen Familien in Not bei, die einen Angehörigen vermissen. Immer sind sie innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Das Telefon ist zu Mitternacht gekommen. Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin ins Wallis gefahren. Und die anderen Teams sind auch dann ins Wallis gekommen. Und dann sind wir so früh wie möglich gestartet, haben angefangen, Gebiete abzusuchen. Und irgendwann haben wir dann tatsächlich den Bub gefunden. Und sogar gesund und zweg. Und wir konnten ihn wieder den Eltern zurückgeben. Das ist schon genau das, was wir trainieren dafür. Das ist wie Weihnachten und Geburtstag und Ostern, alles miteinander. Das war genial. Marianne Heinlein wird noch 2 oder 3 Jahre mit Lee Jay trainieren, bevor sie ihren ersten Einsatz leistet. Jeden Dienstagabend, ab und zu auch an Wochenenden. Sogar der normale Spaziergang ist Training. Beide müssen mehrere Prüfungen bestehen. Warum engagiert sie sich bei Redoc, den Schweizer Such- und Rettungshunden? Das ist zurückzuführen auf meinen Vorderhund, den ich hatte, den ich vor dem Lee Jay hatte. Den habe ich bekommen, als mein Mann schwer krank war. Und dann kam der Hund in mein Leben gekommen. Der hat mir das Leben gerettet, dann sage ich ihm. Das war so mein Lebensretter. Und dann, als er ein bisschen im Alter war, als ich dachte, jetzt möchte ich etwas machen mit ihm, ist mir so durch den Kopf, wie viel das ich bekommen habe von Menschen, die einfach hergestanden sind, eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich und geholfen haben, ohne in irgendeiner Form eine Gegenleistung zu erwarten. Und das hat mich so grossartig gedünkt. Und dann habe ich überlegt, ich könnte das im Rahmen meiner Möglichkeiten vielleicht irgendwie ein bisschen zurückgeben und habe dann bei Hundeausbildung gemacht. Helfen Sie Menschen retten. Engagieren Sie sich bei Redoc.